Klimaschutz braucht das Engagement aller. Und deswegen ist gerade der Klimabürgerinnen- und Bürgerrat, der gerade in Südtirol läuft, extrem spannend. Nicht nur, weil es eine neue Form der Partizipation ist, sondern auch, weil zufällig ausgeloste Menschen Vorschläge und Maßnahmen ausarbeiten, wie Südtirol klimafreundlicher wird. Wie zum Beispiel mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, wie wir mehr zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren und auch, wie wir unsere Dörfer und Städte fit für den Klimawandel machen. Wir haben die Landesregierung aufgefordert, dass die Ergebnisse dieses Klimabürgerrats nicht nur der Landesregierung hinter verschlossenen Türen vorgestellt wird, sondern dass der Bürgerrat auch in den Landtag eingeladen wird. Das ermöglicht uns als Abgeordneten zu erfahren, wie diese neue Form der Partizipation funktioniert und ob sie Modell sein kann, auch für andere Themen. Und wir werden selber in die Verantwortung genommen, dass wir die Vorschläge des Klimabürgerrates dann auch effektiv in Gesetze gießen. Der Klimaschutz, der braucht uns alle.